Ich bin's mal wieder, euer Flossvieh, und weiter geht's bei Pikmin 1 und wir geben wieder an die ferne Quelle. Quelle, Quelle, Quelle. Ist Quelle eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Küche, Quelle, was auch immer ich hier laber. Warum hat mein PC gerade Bluetooth an? Na, mir ist sowas vom Wurscht. Hauptsache ich kann zocken. Ich hab auch gerade richtig Bock. Ich brauche ein paar von euch. Ja, so 50, wa? Und so 5 Stück von meinem Game. Aber ich lasse erstmal hier. Ich lasse sie alle erstmal hier. Ich brauche erstmal nur die Game. 6. Ich nehme erstmal 6 mit. Ja, ich wollte direkt mit euch baden gehen. Nein, das war ein Scherz. Ich wollte gar nicht ins Wasser, ich wollte nach dort hinten, wo im letzten Part der scheiß schwarze Arsch war. Richtig, da wo die Bomben sind. Von dem wir wieder einige benutzen werden. Na komm, nehmt euch. Nehmt euch, soweit das Auge reicht. So, das müsste jetzt nur noch einen benötigen. Soweit ich das richtig weiß. Okay, doch 2. Leck mich. Judy. Okay, ich glaube, das bringt immer nichts, wenn man mehr auf einmal drauf wirft, dann funktioniert das nicht richtig. Ich glaube, dann ist die Explosion irgendwie schwächer. Und hier hinten hatte ich ja bereits gesehen. Huch. Was wollt ihr denn? Okay. Okay. Hatte ich bereits gesehen, eine schwarze Wand. Auf die ich ein paar gelbe Pikmin werfe. Einfach weil. Nein, einfach, weil's nötig ist. So, die Game können jetzt erstmal wieder Pause machen. Chillen und so. Mit dem Blauen wollte ich jetzt erstmal noch was über den See gucken, also über den hier vor der Haustür. Nämlich das nicht. Ich wollte auf die Karte. Karte. Ja, da scheint nämlich noch was zu sein und dort im See scheinen noch ein, zwei Sachen versteckt zu sein, die ich erstmal erkunden möchte. Dann im nächsten Abschnitt gehen wir dann woanders hin. So, Dille, erstmal will ich jetzt darüber. Darüber. Oder darüber auch. Scheiße, ich wusste es. Ich wusste, dass ich es hier mit euch Viechern zu tun bekomme. Ich hab's gar nicht. Ich hasse euch. Du bist scheiße. Ich hab dich aber getötet. Ja, okay. Ich wusste es. Ich wusste, dass hier noch mehr sein müssen. Ich wusste es doch. War doch nicht so, dass es hier nur einen geben kann. Das wäre sehr komisch gewesen, wenn es so wäre. So, vor dem da habe ich tatsächlich Angst. Jedoch, warte mal. Hier richtig. Warte mal. Ja, tatsächlich. Okay. Tatsächlich habe ich vor dem Schwarzen ein bisschen Angst. Da der einfach sehr stark ist. Aber ich werde erstmal eine Brücke errichten. Brücke, Brücke. Wo ich mir dann auch danach hier mit Gelbe herkommen werde und auch mit Rote. Weil der einfach halt, Rot ihn halt besser besiegen können. Blaue noch für Wasser, falls er ins Wasser gehen sollte. Ansonsten, ja, mal schauen. Toll, herzlichen Glückwunsch. Gleich mal runterfallen. Mach mal ein bisschen schneller. Ich werde einfach schon mal rote und gelbe holen. Von den gelben gar nicht so viel, aber von den roten. So um die 40 würde ich glatt sagen. Game bleiben nämlich erstmal drüben. Da ich die jetzt noch nicht brauche.
Ja, ihr merkt schon, langsam wäre ich dann doch etwas strategischer. Voll Eichpförtig, die dann mit über die Brücke kommen. Genau, 39. Einen wollte ich noch. Kriegte nicht ein. Ah, geht doch. Gut gemacht. Hat sehr doch geklappt, irgendwie noch. Nein! Wo, was? Wo ist er? Ach so! Oh nö, der ist wieder da! Scheiße! Die habe ich ja gar nicht mehr errechnet. Oh weia! Hallo? Ja, das wollte ich gar nicht wissen gerade. Um ehrlich zu sein. Arschloch, den er ja jetzt gar nicht gerechnet. Ist hier noch ein Gegner, den ich nicht gerne wieder begegnen möchte? Nee, das ist nicht. Doch, da hinten der Frosch. Aber ich glaube, der stört mich gerade noch nicht sonderlich doll. So, ist die Brücke fertig? Also. Wie gesagt, Rote. Ich brauche euch. Wo? Was? Mir auch, also gerade sagen, was? Ich hatte doch gerade 40, aber okay, hat sich ja erledigt. Hallo, blaue Armee, ja, mich gerade gefragt, aber stimmt ja, was? Wie, wann, was? Weshalb? Dachte gerade schon, was? Boah, ich dachte schon. Ich dachte schon, jetzt werden die so bekloppt. Und gehen halt nicht mehr ins Wasser. Ja, ja. Ich hätte ja mal nichts sagen. Schnauze! Halsmaul! Weg mit euch! Rückzug! Angriff! Oh, tot. Geil. Geilomat. Ja, ist mir jetzt egal, welche, wenn hier jetzt welche gestorben sind. Ist mir auch wurscht. Mir auch Latte. Das ist mir sowas von Schnuppe. Lobst du gar nicht. Ich würde es tatsächlich über die Blauen machen lassen, weil ich nicht weiß, wie sicher mir hier die anderen gehen. Ja, ja, oh, ich weiß, ich hab's gerade nicht gelesen, sorry, lesen wir nachher. Wenn's dann beim Schiff angelangt ist. Und es wird ja sicherlich einen Grund haben, warum, okay. Okay, habt ihr kapiert. Die Roten dürfen. Ja, mal abkacken. Wollte ich gerade sagen. Haben sie ja schon super erkannt, dass sie abkacken dürfen. Nein, Spaß. Sollen sie natürlich nicht. Ihr seid so schlau, ne? Da kriegt ihr die nicht lang. Habt das gecheckt irgendwie? Sollte man mal kapiert haben. Oder unten hängt einer. Ist mir auch egal. Das ist mir sowas von egal. Ganz ehrlich. Brauche ich eh nicht. Ich bin ein Arsch, ne? Okay, so. Ich würde die Roten erstmal tatsächlich wieder gerne ablegen. Die Bar, die ich im Team hab. Und tatsächlich jetzt mit meiner gelben Armee überstratzen. Um die Bomben einfach zu holen und uns weitere Wege frei zu sprengen. Ja, ja, ja. Ach ja, ist doch schön. Schön entspannt alles. Und auch die Grafik hier am PC ist wirklich wunderbar. Wunderschön auch. Also die Grafik ist echt schön vom Pigment. Ah, jetzt kann man es gleich lesen, was das war. Was
war's denn? Was steht da denn? Hallo. Massageeinheit. Ich war in der letzten Zeit so lange unterwegs, dass ich es kaum erwarten kann, sie zu nutzen. Ich hab da... Okay. Standard-Info. Gibt's ja echt nur zwei Bomben. Ist ja arm. Oh, doch, grad schon. Das wäre ein bisschen arm. Ach, heute Bombenmänner werfe ich. Na, mit der Nippe? Nee, scheinbar nicht. Okay, muss reichen. Ich werde gleich nur mit dem Bombenpikmin da hinten das Preis bringen. Auch wenn ihr jetzt schon keine Lust auf die schwarzen Vieh habt. Ich werde auch vorher noch gar nicht da lang gehen. Ich will erstmal was anderes ausprobieren. Ich habe nämlich zu viel Schiss, um ehrlich zu sein, vor den schwarzen Viechern. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das wollte ich gar nicht. Das auch nicht. Ihr solltet mal trennen. Danke. Komm zurück. So, normalerweise müsste... Ja, okay. Erste Wand. Wände sprengen! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Okay, zweite Schicht. Dritte folgt zugleich. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Und noch einmal. Und jetzt will ich was ausprobieren. Ich habe Angst, aber es könnte klappen. Suizid-Pikmin! Oder auch nicht. Scheiße! Da kommt er näher. Da kommt er. Ach du Kacke! Oh, dachte gerade schon. Jetzt wäre ich am Arsch. Das wäre ja was geworden. Ich dachte gerade schon, der kommt jetzt extrem nah. Oh Gott, muss der mich so erschrecken. Ist das ein Arsch. Ich dachte schon, jetzt wäre ich verloren, nur weil ich diesen Weg da freigesprengt habe. Okay, bin ich aber noch nicht. Ach ja, und jetzt werden wir auch noch das andere, was im Wasser sich befindet, kurz mal anschauen. Ja, genau, falscher Knopf. Das soll dort hinten irgendwo sein. Okay, ich möchte glatt mal an dem Frosch vorbeilatschen. Diese Viecher interessieren mich auch gerade noch nicht wahnsinnig. Das Einzige, was mich gerade interessiert, ist das Schiffsteil, das hier hinten irgendwo sein soll. Wo genau, weiß ja auch nicht. Aber ich muss in der Nähe sein. Tatsächlich, dort ist ein Blasebalg. Okay, der Blasebalg, ja, okay. Das ist halt ein Blasebalg. Ah, der Blasebalg hat! Ah, ich Idiot. Ja, es war ja auch so, dass der Blasebalg öfter mal so Gegenstände in sich trug. Das hatte ich verpeilt. Und von dir da hinten habe ich jetzt doch ein bisschen Respekt bekommen. Respekt! Auch wenn du schwach bist. Kannst mich ziemlich nerven, wenn du willst. Und zwar so. Ich hab's schon kapiert. Du bist zum Nerven bereit. Weil ich auch. Bitteschön. Das habe ich gern getan. Für dich im Moment. Oh Gott. Ich hab keinen Bock auf diesen hässlichen Blasebalg. Dieser Blasebalg kann so nervig sein.
Ja, also muss er sterben. Nein! Okay, normalerweise müsste er jetzt haben. Ich wüsste nicht mehr sonst. Okay, hast du auch. Bla 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 bla, ja. Gegner töten! Gegner töten! Okay. Hab's ja kapiert. Ja. Gegner töten! Gegner töten! Okay. Alles klar. Ist hier noch was? Ist hier noch irgendwer, der mir auf den Piss gehen will? Ich glaube gerade mal nicht. Ich könnte das dann natürlich ein bisschen voranschleppen. Einfach mal gucken, was mich so auf dem Weg zu unserer Base erwartet. Ich habe schon so fast die Befürchtung, dass sie es beim Frosch vorbeitragen möchten. Aber ich werde mit euch latschen, nur zur Sicherheit und so als Leibgarde. Ja, ich hab Angst für euch. Aber ein bisschen schneller könntet ihr schon. Also mal machen wir. Jo, egal, ob ihr jetzt wollt oder nicht. Tatsächlich ist die Leibgarde erforderlich, denn da vorne lungern auch schon ein paar Gegner lang, die mich aber nicht weiter stören dürfen, solange sie schnell besiegt sind. Ich sehe den nicht. Ich möchte auch gerade gar nicht so das, Ja. So, damit bist du auch down. Freut mich für dich. Ich werde es auch nicht mehr schaffen, aber ich werde mein Bestes geben, so weit wie möglich voranzuschreiten. Ja, sie wollen es tatsächlich beim Frosch vorbeitragen, ihr Deppen. Ich hätte es ahnen müssen, oder? Wenn sie schlau sind, tun sie es nicht. Ich weiß es nicht. Also es sieht sehr danach aus, als ob sie es gleich beim Frosch vorbeitragen. Hä? Wollen die denn dann? So, die wollen ja ganz außen rum. Na, wenn er meint. Okay, ich werde euch bei 2 Sekunden zurückrufen. Alles klar, ihr sollt jetzt so langsam zurückkehren. Oh Gott. Aber okay, dann weiß ich Bescheid, wo lang ich muss. Und da ist einer verloren, ist mir auch scheißegal. Um ehrlich zu sein. Heutzutage, seit Aufprall, ob ich in jeder Lage sein werde, in der Lage sein werde, von dieser Welt zu fliehen, das müsste doch alles durchstehen, bis ich meine Familie endlich in die Arme schließen kann. Nur wenn mich solche Gedanken quälen, baut mich die Aussicht auf interessante Forschung wieder auf. Ich werde nach Hause kommen, niemals werde ich aufgeben. Das ist doch super. Ja, speichern. Und damit beende ich den Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es so ist. Kommentiert, abonniert und teilt. Auf Wiedersehen, euer FlossTV.